Ja, liebe Freunde, wir sind hier nach dem 1:1 beim DSV. Michael ist noch ganz sprachlos. Was denn das Wort ist? Ja, Michael, erster Punkt in dieser Saison, auch erster Punkt für dich. Wie hast du das Spiel gesehen? Zunächst mal, ein Punkt ist gut, aber die Mannschaft ärgert sich gerade in der Kabine unglaublich, dass sie nur einen Punkt geholt hat, und das finde ich einfach unheimlich positiv. Ist schade. Ich denke, nach der ersten Halbzeit waren wir ganz optimistisch, dass wir auch die 3 Punkte mitnehmen. Aber nachdem wir doch zweite Halbzeit viel Druck gegen uns bekommen haben, müssen wir mit dem Punkt jetzt zufrieden sein. Und das sind wir auch. Wenn wir auswärts punkten und zu Hause gewinnen, ist das total in Ordnung. Aber das Gegentor war quasi ein Bauerndreck. Ja, aber ist natürlich trotzdem gut gespielt, der Freitag. Das sieht man auch in der Bundesliga immer wieder mal, dass es trotzdem passiert, auch wenn die Jungs noch ein bisschen besser trainiert sind, dass der lang reingespielte Ball nochmal wieder quergelegt wird. Okay, nachher war die Situation nochmal da. Da haben wir es dann besser verteidigt. Wir haben unser Tor auch durch den Standard geschossen, da wird der Gegner sich genauso drüber ärgern. War ein gutes Fund. Bitte? War ein gutes Fund, das 1-0. Ja, das war ein gutes Fund. Wir haben vorher noch mit Tom gescherzt gehabt, weil er beim Aufwärmen versucht hat, den Pfosten zu treffen. Da habe ich ihm noch gesagt, bitte nicht weinen, wenn du nachher das Netz triffst. Hat er auch nicht gemacht. Du hast eine ganze Menge umgestellt. Erklär uns mal so ein bisschen deine Gedanken dazu. Ich habe einige Jungs auf den Positionen nicht mehr so wiedererkannt wie vor 3 Wochen noch, sage ich mal. Jetzt die aktuellen Umstellungen von Sonntag auf heute sind natürlich zum einen den Krankheiten vom Alpay und von Bene geschuldet im Defensivbereich. Aber die Umstellungen im Offensivbereich sind auch klar den Trainingseindrücken geschuldet, weil wir einfach genau hingeguckt haben. Wer hat auch Montag und Dienstag wirklich was getan im Training? Wer bietet sich an? Und danach wird aufgestellt. Also war der Adem Afci stark im Training? Ganz genau. Und der Adem hat auch wie der Seller ja auch am Sonntag, als sie beide eingewechselt wurden, richtig Gas gegeben. Das haben sie im Training fortgesetzt, und dann kriegen die Jungs natürlich auch die Möglichkeit, sich mal von Anfang an zu zeigen. Genau wie übrigens auch ein Marcel Spanier, der auch ohne Krankheit von jemand anderem reingerutscht wäre. Okay, und wie kann es dann sein, dass wir in der zweiten Halbzeit so einen Druck noch bekommen haben oder so wenig Entlastung auch geschafft haben oder den entscheidenden Konter nicht geschafft haben? Ja, der entscheidende Konter, ich glaube, das ist der Punkt. Es waren einige Ansätze da, wo wir ein bisschen Platz gehabt haben, wo wir dann aus meiner Sicht zu hektisch spielen. Statt dass der Mann am Ball die Ruhe behält und ohne Ball richtig Bewegung da ist, ist eher umgekehrt. Der Mann am Ball hat Hektik und spielt zu schnell, und ohne Ball ist ein bisschen wenig zielstrebig. Und insgesamt auch bei den Möglichkeiten, die wir zweite Halbzeit hatten, fehlt wieder der Wille zum Abschluss. Wir haben 3-4 Bälle in der zweiten Halbzeit am 16er, wo nochmal versucht wird, Hacke, Spitze 1-2-3, nochmal ein kurzer Querpass und nochmal hier, statt einfach mal Richtung Hütte den Ball und mal gucken, was passiert. Dann erzwingt man auch mal ein Tor. Dafür müsste es hinten vielleicht noch ein bisschen resoluter werden manchmal. Da waren ja ein paar Bälle dabei. Heieiei, da hat der Peti aber Herzrasen gehabt. Ist dann selber noch zurückgelaufen, hat noch gesagt, wer zurückbleiben soll am Ende in der 88. mit zerstreubtem Haar. Ist der Peti so empfindlich? Ja, sehr. Er ist ja auch nicht mal der Jüngste. Entschuldigung, Peti. Dann müssen wir natürlich an unserer Defensivleistung noch arbeiten, damit sowas in Zukunft nicht passiert. Ja, ich denke, man muss sich erstmal wieder aufeinander einstellen. Und ich glaube, wichtig war einfach, wir haben über weite Strecken sehr, sehr kompakt gespielt und gerade auch gegen Ende der ersten Halbzeit, glaube ich, auch eigentlich sehr souverän eine Zeit lang. Und das müssen wir einfach ausweiten. Und da hast du jetzt 10 Tage zur Zeit? Da haben wir jetzt 10 Tage zur Zeit, von denen 6 Tage schützenfest sind. Ja, aber das macht ja nur der Benne, mit der ist krank. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir werden morgen nochmal auf den Platz gehen und machen dann tatsächlich bis Mittwoch Schützenfestpause, damit wir wirklich mal wieder auch zu Kräften kommen. Die Jungs haben jetzt auch zwischen den beiden Spielen viel trainiert und hart trainiert. Von daher tut die kleine Pause jetzt auch mal wieder gut. Und dann muss halt zu Hause der Bock umgestoßen werden. Okay, 2 Fragen habe ich noch. Erstens, was ist mit dem Tim? Der ist ausgewechselt worden. Ja, der hat eine Zerrung im Oberschenkel. Ist hoffentlich früh genug rausgekommen. Aber da hat er Erfahrung genug für, dass es nicht länger dauert, dass er dann relativ schnell wieder einsteigen kann. Okay, 2. Frage, wie war deine erste Woche jetzt so im Fazit? Kennt deine Frau dich noch zu Hause oder gar nicht mehr? Oder hast du es dir so vorgestellt, wie es ist, oder was stressiger? Also es war sicherlich sehr viel, auch aufgrund dieses unregelmäßigen Rhythmus noch, den wir jetzt hatten, auch heute mit dem Wochenspieltag. Meine Frau, glaube ich, kennt mich noch. Bei meinem Sohn war ich das schon weniger. Den sehe ich tatsächlich jetzt in den letzten 10 Tagen, glaube ich, 4-mal. Das dürfte dann demnächst wieder ein bisschen mehr werden, hoffentlich. Okay, alles klar, dann wünsche ich dir auch eine gute Pause jetzt, und dann sehen wir uns übernächste Woche wieder. Danke dir, Michael. Vielen Dank.